wieder eine Vision gehabt. Hier ist gar nichts. Müssen wir hier durch? Ey, jetzt sind wir ja wieder hier. Ich sollte ihn besser nicht stören. Ja. Da steht doch jemand. Hallo, Kollege. Ja, wo ist denn? Yes? Ah, hier vorne. Hier vorne ist die Tür. Hallo? Hallo? Ja? Verzeihen Sie mir, ich klopfte und die Tür ging auf, also kam ich rein. Ist schon gut. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Ich wurde mit den hiesigen Mordfällen beauftragt. Wirklich? Ein echter Privatdetektiv? Und dem Akzent nach dazu noch Amerikaner. Damit wäre das Klischee ja wohl perfekt. Ich bin Mark Ackermann. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mark Ackermann. Die Bilder waren doch dann in der Gegenwart ausgestellt. Aber so weit waren wir noch gar nicht. Na, mal gucken. Mal gucken, was noch so abgeht hier. Ganz meinerseits. Sie sind Brite, oder? Nein. Amerikaner. Genau wie Sie. Ich habe allerdings einen Großteil meiner Kindheit in England verbracht, da mein Vater Botschafter ist. Daher der Akzent. Ich selbst bemerke ihn aber kaum noch. Mark, wer ist da? Bitte nicht bewegen, Apollina. Apollina? Hätten Sie Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten? Wenn's nicht lange dauert, immer. Wie aufregend, einem Privatdetektiv zu begegnen. Es ist zwar eine Weile her, aber erinnern Sie sich an einen Besuch von Inspektor Skalnick? Dabei sollen Sie einen kleinen Streit mit ihm gehabt haben. War dem so? Ja, dem war so. Und dürfte ich erfahren, worum es dabei ging? Aber selbstverständlich. Er bezichtigte mich für die, wie sagten Sie gleich, hiesigen Mordfälle verantwortlich zu sein. Er bezichtigte Sie der Morde? Genau. Ist das zu glauben? Ich ein Mörder? Das ist doch lächerlich. Und hat er Ihnen seine Gründe dargelegt? Nicht wirklich. Er versuchte mich zu provozieren, aber er führte nur leere Behauptungen und keinerlei Beweise an. Aber am besten fragen Sie ihn selbst nach seinen Hypothesen. Tut mir leid, Sie das fragen zu müssen, aber haben Sie je eins der Mädchen anderweitig als für Modellzwecke beschäftigt? Unsere Beziehung war stets beruflicher Natur, Mr. McPherson. Ich habe keine von Ihnen je angefasst. Wie gesagt, bedauere ich zutiefst, diese Art von Fragen stellen zu müssen. Das bezweifle ich keineswegs. Mark, ich kann nicht mehr. Tja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ja, ich muss wieder an die Arbeit, bevor... Ich verstehe. Danke für Ihre Auskünfte. Kann ich vielleicht später wiederkommen, wenn Sie mehr Zeit haben? Sicher. Aber wie gesagt, kann Ihnen Inspektor Skalnick vielleicht eher weiterhelfen. Also dann nochmal, vielen Dank. Gern geschehen. Und viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen. Hallo, hier drüben. Also müssen wir zum Inspektor. Uwe? Park? Nein, nein. Genau, die Polizei war da. Mal sehen, ob er überhaupt da ist. Red mal mit dem. Hallo, mein Freund. Herr McPherson, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern mit Ihrem Chef sprechen. Ist er da? Ja, das ist er. Wollen Sie ihn mit unangenehmen Fragen belästigen? Woher wissen Sie das? Nur so geraten. Gehen Sie nur zu ihm, mein Freund. Die Treppe hoch und am Ende des Gangs rechts. Danke. Okay, er macht für uns auf.
Dann wollen wir mal erstmal ein bisschen rumstöbern. Dieses Stuhldesign wird sich nie durchsetzen. Warum? Sieht doch sehr, sehr schick aus. Okay, gehen wir hoch. Wie läuft da wieder? Also, nein. Läuft besoffen gegen die Wand. Können wir hier gleich was mitnehmen? Scheinbar hat das jeder. Was hat jeder? Was ist das? Keine Ahnung. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Hier gibt's nichts zu sehen. Ein Feueralarm. Melder. Oh gut. Inspektor Skalnek? Ah, da haben wir ja unseren tapferen Ritter. Sie Schlitzohr. Was wollen Sie von mir, McPherson? Ich bin auf dem Sprung. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zu Mark, dem Künstler, stellen. Was ist mit dem? Nun, Sie haben mir gesagt, es gäbe noch keinen Verdächtigen bei diesem Fall. Aber dieser nette junge Mann sagt etwas anderes. Was sagt er denn? Er sagt, Sie würden ihn der Verbrechen beschuldigen. Darf ich fragen, warum? Nun, ich fand ihn verdächtig. Sie nicht? Es spielt keine Rolle, was ich dazu denke. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie übrig. Okay. Könnten Sie mir wenigstens die Akten zu den anderen Opfern leihen? Nein, McPherson. Warum nicht? Ich möchte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Nein, das tun wir nicht. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich für den Bürgermeister und nicht für Freudenmädchen. Es scheint mir also, dass wir für dieselbe Art von Kundschaft arbeiten. Meine Kunden haben allerdings Anstand und Ehrgefühl. Damit dürfte unser Gespräch beendet sein. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Arschloch. So ein Blödmann. Aber weißt du, wen ich mache, lesen wir mal den Prolog. Was, Kapitel 2, 4, was, wie? Und nun benimmt sich Skalnik so, wie Leute seiner Art es normalerweise mit Personen meines Berufsstandes zu tun pflegen. Er macht seinen Mund überhaupt nicht mehr auf. Ich hätte wissen müssen, dass die Zusammenarbeit nicht von Dauer ist. Aber das macht nichts. Wenn er glaubt, er wäre besser als ich, dann wird er schon bald sehen, dass er mich unterschätzt. Na gut. Es kommt wieder ein kleiner Hinweis. Und zwar, dass das Tor auf ist. Schauen wir doch gleich mal rein. Wir steigen ein ins Fenster. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ah, Junge! Ah, Zufall, meine Maus war hier. Habe ich gleich die Klötzer gefunden. So. So kommt er nicht hoch. Ich muss einen Weg nach oben finden. Das Seil kombinieren mit ein stabiles Stück Holz. 5 cm dick und 10 cm breit. Klasse gemacht. Okay, da werden wir mal die Akten klauen.
ist natürlich abgeschlossen. Tasse Kaffee, Tee. Was? Ich hab da jetzt einen Schlüssel. Das sagt aber auch nichts. Oder brauche ich einen Dittrich? Schlüssel zum Öffnen von Aktenschränken. Ja, was will er denn noch mehr? Benutze. Na endlich. Da haben wir ja noch so einen Ring. Und noch ein Foto. Und noch ein Foto. Scheiße, raus hier. Ich war's nicht. Okay, da würde ich sagen, ich mache eine Aufnahmepause. Päuschen fürs Häuschen. Und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao, ciao.